5. April. Dann haben wir noch den 5. April. Ach ja, wir waren ja gerade auf dem Weg ins Land der Riesen beziehungsweise Titanen, ne? Hier unten hatten wir sie schon. Da oben sind noch welche. Gehen wir mal als erstes dahin, würde ich sagen. Buff-technisch alles gut. Der Feuerring könnte und Schutz gegen Magie muss auf jeden Fall noch mal rein. Was ist easy? Lesen mit du der Herrscherin sogar. Würde ich sagen, machen wir erstmal die hier weg. Würde ich eigentlich gleich schon ganz gerne auf Nahkampf gehen. Und die Medusentante wegmachen. Und jetzt versteckt sie sich hier gerade. Da ist sie wieder und ist auch, glaube ich, gleich schon weg. So, jetzt komm her. Da hatten wir jetzt aber auch keinen Bock mehr, ne? Die ganze Zeit läuft sie uns da vor der Nase rum. Denn so soll sie sich auch wegmachen lassen, würde ich mal sagen. Ja. Definitiv. Huch. Den nehmen wir mit, das natürlich auch. Könnten Rot natürlich auch auf Nahkampf wieder wegmachen, ne? Ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ah, er trifft uns aber von da. Gehen wir ein bisschen zurück, so von hier. Von hier sieht das auch gut aus. Dass die auch überstecken bleiben, das ist so gut, ey. So. Irgendwie haben wir gefühlt noch gar keinen Schaden angerichtet. Vielleicht von hier, ja. Jetzt kommen wir nämlich auf Nahkampf ran. Da machen wir dann doch immer noch mal ein bisschen mehr Schaden. Ding ist, die Höhle muss ja auch mal bald zu Ende sein, oder nicht? Oh, und es sind echt viele Monster so, ne? Warum kommt ihr jetzt hier durch? Kommt ihr auch nicht, okay. Die ist doch schön easy gemacht jetzt. Kann man die ganz entspannt hier wegmachen. Nice. Wir haben auch generell echt gute Sachen hier zum Teil bekommen, ne? Mal kurz reparieren. Wenn man sich das mal alles so anguckt, ist das schon ganz netter Loot, aber ich habe auch keinen Bock, hier vor raus zu müssen. Ne? Alter, was ist denn das? Zauberstab, das muss jetzt ja der heftigste Zauberstab sein. Das kommt jetzt auch alles in die 2 schon mal rein. Ist das denn ein Stab der Stahlsplitter? Oh, ein wertvolle.
Das wertvolle Ei eines Phönix wurde dem Feuer entrissen, bevor es ausgebrütet werden konnte und dient jetzt diesen Stab als Kopfstück. Der Rest des Stabes besteht aus Stahl, der mit Gold beschichtet wurde. Um einen Zauberstab zu verwenden, muss er wie eine Waffe in der Hand gehalten werden. Boah, lach mit, ey. Hätte jetzt gedacht, du hast noch ein bisschen Platz. Ist alles das, was du gleich wiederbekommen wirst. Ich muss auch sagen, so solch ein Inventar mag ich auch lieber als die modernen, wo du einfach nur so aufgelistet hast, was du jetzt gerade hast im Inventar und gewisse Anzahl hast du, kannst irgendwie 100 Gegenstände mitnehmen oder so. Wird das so irgendwie auch irgendwie cooler gemacht, ne? Ein bisschen oldschool-mäßig ist es ja auch. Charisma plus 24 ist ja zu wild. Normales Schwert. Brauchst du hiervon irgendwie was? 3 bis 4 Kälteschaden? 3 bis 18 Feuerschaden? Wo das konstant? Immer 12 Punkte Körperschaden. Sehr nice. Trägers Resistenz gegen Schlaf. Ah, brauche ich nicht. Granat. Smaragd. Am besten zum Verkaufen. Ich weiß auch immer noch nicht so richtig, ob man das vielleicht doch irgendwie gebrauchen könnte. Das kennst du nicht. Das mal 3. Scheiße, jetzt hast du hier ein bisschen Sachen bekommen, die du gar nicht bekommen solltest. Das ist die Fähigkeit der Erdmagierin Großmeisters. Ja. Werden wir niemals mehr lernen. Nicht mal, vielleicht lernen wir das noch. Umhang mit Glück. Genau der gleiche, den du schon hast. Auferstehung wollten wir behalten. Das in die 2. Ja, der hat auch noch voll viel, ne? Du Waffenmeister, nö. Erhöht den Effekt aller Lichtzauber. Und du hattest jetzt gar keinen. Oha, dann habe ich wohl vergessen, dir den mal zurückzugeben. So, alles mal angucken. Plus 10 auf A, das sind ja ihre Handschuhe. Das muss noch gelernt werden. Reaktion plus 14, den nimmst du auf jeden Fall. Und zwar habe ich den scharfen Fernkampf angegriffen, erhöht den Effekt aller Feuerzauber. Glück plus 4, da. Körperresistenz. Bup, bup. Dann kann der weg. Ganz normale Handschuhe nur. Auch weg. Sowieso weg. Kann man nochmal versuchen zu verzaubern. Verhindert Schaden durch Ertrinken. Ach man. Alles gut. Auch kein so schlechte Verzauberung. Ist ja quasi wie Wasserwandel dann. Aber bräuchten halt alle so, ne? Gürtel könntest du aber noch reinbekommen. Der kann auch nicht mehr verkaufen. Da rein, okay. Dann würde ich's. Kriegst du den auch noch? Und dann sieht das hier auch schon mal wieder ganz okay aus. So, und wo kommen wir? Wo müssen wir hin? Gehen einfach mal da vorne
Längs weiter. Auch wieder drei Stück, ne? Aber wir müssen ja auch mal auf Nahkampf rangehen. Oha, der hat ihn gut ausgelöscht gerade. Sollte hoffentlich aber kein Problem sein. Machen einfach hier geteiltes Leben. Bam. Und sind die halt wieder fast komplett voll mit Lebende. Das ist so krass. Ey, jetzt kriegt natürlich immer das Schwächste gleich ab, ne? Haben wir noch Regeneration drauf? Nur das sollten wir vielleicht mal nachsetzen. Scheiße, jetzt ist Bewahrung nicht mehr drinne. Ey, könnte ich jetzt mal umfallen? Nee. Kraftteilung. Jo. Ah, das kann eng werden hier noch, weil sie hat jetzt auch nicht mehr viel an Mana. Macht denn, die hauen schon immer ganz gut zu, ne? Easy win. Würde auch sagen, dass wir da weiter müssten. Aber wir könnten jetzt mal kurz eine Runde schlafen. Da ist die Mana wieder da. Oh, alles wieder rot, ne? Ich würde halt gerne jetzt mal hier fertig werden mit dem Durchgang. Weil ja auch mal so langsam halt echt das Inventar voll ist, ne? Kannst du da unten nicht hinpacken anscheinend. Warum weshalb auch immer. Ihn auf jeden Fall Regeneration. Auf dich Regeneration. Dann können wir auch mal Double Speed anmachen, meinetwegen. Auf dich noch und auf dich noch, wenn das noch langt von Mana her, von der Mana her, ja. Das haben wir ja wieder alle, sehr schön. Wie viel Mana hast du jetzt noch? Das sieht man ja gar nicht. 52. War nicht auch ganz am Anfang? 52 nur das Max. Und halt so hatte. Schon, ne? Gut. Ich versuche mich jetzt mal hier vorne durch den Gang. Easy. Gut, und auch hier so könnte ich jetzt rein theoretisch pennen. So, ne? Und die würden dann in der Nacht die ganze Zeit da hinten die Viecher rumlaufen sehen. Sag, dass der hier nicht ankommt. Aber ich frage mich echt, ob man gegen die Titan ankommt, ne? Wenn die hier ankommt, laufen wir an dem vorbei und hinten zu den Medusen und machen die weg. Also sozusagen jetzt noch einmal wird er jetzt rankommen, jo.
Jetzt gehen wir hier. Bap. Machen dich erst weg. Dann gehen wir weiter. Machen sie weg. Glaube, die sind hinter mir schon voll dran, ne? Schon weg, okay. Boah, hier sind noch mal welche, aber ich glaube, da vorne ist der Ausgang. Oh. Hier schön hingehen jetzt. Und von hier drauf schießen. Auf die. Ah, es sind zu viele, ne? Da bin ich mir so wirklich hochheilen können. Nutzen wir wahrscheinlich gleich wieder hier den Gang ein, aus. Da kommen sie nicht. Längs gehe ich von aus. Ah, scheiße, jetzt ist sie weg. Scheißen wir drauf. Und machen gleich einmal vitales Leben. Bam. Warum kriegt er denn da? Geht er denn runter auf 274? Hier kommen die anderen auch, ne? Und damit haben wir es. Ich glaube, jetzt haben wir auch schon die, die vom Ausgang noch waren. Wenn das der Ausgang ist. Aber noch ein grüner, der kommt hier nicht mal an. Zu easy, wirklich. Okay, wir haben noch nicht alle weg. Ah, ob der noch ankommt? Ja, safe. Er sollte jetzt relativ schnell fallen. So. Aber jetzt haben wir alle. Und das ist jetzt die Brust, hoffentlich. Das ist Resistenz gegen Gift. Ich glaube, du hast auch nochmal eine bessere, ne? Ja. Die hätte eigentlich auch nochmal eine gute Verzauberung verdient. Ich glaube irgendwie, das ist noch nicht so das Ende. Dass es einfach nur ein Durchgang ist. Yes. Aber da ist der Ausgang. Baby. Die hauen die Rüstung so schnell kaputt, immer. Da, bam. Nehmen wir natürlich erstmal alles ab hier und reparieren das. Ist ja klar. Puh, das alles zu verkaufen, ne? Ja. Das wird wieder Geld geben. Kommen wir wieder auf die 600. Wer sogar. 650.000, glaube ich schon. Kann ich mir schon gut vorstellen. Was ist hier? Archibald Iron Fist. Oha. Ihr erhaltet eine telepathische Nachricht. Meine Herren, mein Name ist Archibald Iron Fist. Ihr habt vielleicht von mir gehört. Ich bin der bis vor kurzem der Herrscher über die Grube war. Nach meinem Rücktritt fühle ich mich nicht länger von Staatsangelegenheiten beeinträchtigt. Ich weiß, dass wir gegen Gegner waren, aber ich bin gezwungen, euch um Hilfe zu bitten. Im Gegenzug glaube ich, dass ich euch auch helfen kann. Mit Hilfe der Apparate, die sich in meinem neuen Labor befinden, habe ich herausgefunden, dass mein Bruder Roland, der Ehemann von, ich dachte, da steht Ehrenmann, der Ehemann von König Caithryn von Erasia noch immer von den Teufeln in ihrer abstoßenden Behausung gefangen gehalten wird. Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr auf dem Weg seid, um sie zu bekämpfen. Diese Apparate sind wirklich wundervoll und ich will sicher sein, dass ihr erfolgreich seid. Mein Bruder hat den Schlüssel zu den Kammern ihres Anführers gestohlen und in den Käfig versteckt, in dem sie ihn festhalten. Bitte rettet ihn. Nicht einmal ich kann es ertragen, meinen Bruder in solchen Qualen zu wissen,
Ein wenig zu helfen biete ich euch diese Waffe an. Mein treuer Diener Piri Duck hat sie gefunden unter den persönlichen Besitztümern meiner Berater. Ich hoffe, sie hilft euch. Okay. Archibald. Was ist diese? Soll man da vielleicht nicht längst gehen? Das sind locker Titan jetzt hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt wird's hier nochmal richtig spannend, ey. Ich werd schon geballert. Auch ganz gut gemacht, dass er erstmal geballert wird. Und man noch nicht weiß, von was da ist ein Titan. Alter. So, jetzt ist natürlich die Frage, schaffen wir solch einen Titan? Fliegen wir mal hoch hier. Da und da sind welche. Ich würde sie tatsächlich auf den Nahkampf versuchen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau war, weil es gefühlt die ganze Insel auf uns schießen kann. Ach, schafft man aber, ne? Erstmal weg hier. Das ist eine Prüfung. Was ist das für eine Prüfung? Okay, das war keine Prüfung. Das war nur, Alter, da sind Drachen. Wo war jetzt hier der Höhleneingang? Irgendwie sind mir hier auch gerade ein paar viele, ne? Da ist der Höhleneingang, oder? Nö. Komplett los gerade. Da hinten ist der. Lol, wie hab ich mich denn so doll verlaufen? Was ist hier? Schau mal rein. Waffenmeister, zack. Boop. Den brauchten wir auf jeden Fall. Ich wünschte euch etwas. Okay. Ja, was kann ich mir hier wünschen? Keine Ahnung. Was ist das? Erdresistenz. Wahrscheinlich schlechterer Buff als der, den ich mittlerweile verzaubern kann. Na, eigentlich haben wir noch volles Leben, ne? Eigentlich ist alles gut. Es ist halt jetzt die Frage, wie gehen wir da jetzt am besten ran hier? Da sind wieder welche. Ah, oh, dass man immer gleich gegen alle kämpfen muss, ne? Wenn ich erstmal einen triggern kann. Was ist denn das? Das ist ein Bluttitan, okay. Ich glaube, ich mache mir jetzt einfach erstmal Überblick hier übers Land. Trigger natürlich jetzt, die ganze Map ist klar. Hier schnell mal die Prüfung machen. Prüfung nicht bestanden. Ich weiß auch nicht, was das für eine Prüfung war. Sind aber auch ein paar viele jetzt hier. Ist natürlich die Frage, machen wir die einmal alle? Oha, scheiße, Mann. Hier Dings ist abgelaufen. Mein, was ist denn? Eile, Eile. Ach, guck mal, hier sind schon mal die Teufelsdinger. Jetzt haben wir schon mal gleich das ganze Land einmal angeguckt. Und mehr wollte ich ja eigentlich nicht. Hier den Obelisken nehmen wir mit. Ist hier noch irgendwie was auf dem Wasser? Kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen. Hier ist, da waren wir ja schon. Ist hier noch irgendwie was? Nö.
Da, die Drachen, ne, die sind mir halt. Ist halt echt viel, was hier rumlungert. Aber jetzt fehlt uns noch eigentlich hier dieser Berg. Da oben wird bestimmt noch irgendwas sein. Kann ich mir gut vorstellen. Können wir mal uns ein bisschen umschauen hier. Was ist hier denn so? Hier ist es halt recht schwer, dass man die Kameraperspektive immer alleine machen, umstellen muss. Um so wieder recht viele Drachen. Hier ist aber ein guter Anfangspunkt eigentlich mal, um anzufangen. Wir können natürlich auch vor dem Eingang jetzt mal alles klar machen. Jetzt will ich nämlich mal was ausprobieren. Dafür müsste der. Alter, was war das? Bewahrung ist weg. Okay, schade. Gut. Jetzt könnten wir theoretisch nochmal das ganze Land angucken. Aber das machen wir nicht. Wir machen jetzt hier einen kleinen Schlaf. Upp. Alles nachbuffen jetzt. Und dann clearen wir jetzt das ganze Land. Es tut halt null Not, ne? Aber ich hab Bock dazu. Scheiße, gab's hier nicht noch einen Teleporter irgendwie? Womit man zurückkommt? Tag der Götter fehlt, oder nicht? Nö. Soll nach dem auch schon alles drin sein? 6 Stunden ist Eile drin. Jo, jo, jo. Eigentlich alles drin. Jetzt muss nur noch Schutz vor Magie. Gehe gegen Magie. Bob. Und Wahrung. Und jetzt ist alles easy. Da fangen wir einfach hier an. Und zwar von hier so. Irgendwie treffen wir auch alle nicht. Aber ist vielleicht ganz gut. Wenn nämlich ab Baum könnten wir dann auch mal versuchen, näher ran. Ich würde sagen, das schaffen wir wohl auch relativ fix schon mittlerweile. Wir müssen nur immer darauf achten, wie wir da am besten die erwischen. Weil jetzt haben wir hier wieder die ganze Map halt, ne? Was ich nochmal gucken will. Okay, ging nicht. Fällt da gleich schon? Nö. Aber wir haben die auch halt noch nicht. Also die laufen noch nicht auf uns zu. Also ist noch alles gut eigentlich. Speichern. Ich will das kurz einmal ausprobieren. Wenn wir jetzt. Natürlich können wir einmal hochheilen. Du könntest jetzt mal Meteoritenregen machen. Macht das viel Schaden? Es geht, ne? Ja, doch, doch, doch. Doch, doch. Macht schon ganz gut Schaden. Muss ich aber trotzdem jetzt erstmal immer wieder hochheilen. So, und jetzt sollte schon mal der erste umfallen. Yes. Nice. Scheiße. Jetzt macht richtig gut Schaden. So kriegen wir die gut weg. Ja.
Könntet ihr mal wiederkommen? Regen, Bob. Nochmal ein. Bin ich ja gnadenlos, ne? Dass der nicht umfällt. Gut, jetzt ist der auch fast weg, der. Kann doch jetzt mal umfallen, oder nicht? Oh, minus 71. Die sollte aber, glaube ich, gleich wiederkommen. Dass der da hinten nicht umfällt, ne? Regt so auf gerade. Jetzt müssen wir aber abhauen. Und jetzt musst du hier auch mal so lange wieder aufstehen, ne? Die haben keine Regeneration drauf, na toll. Muss ich jetzt einen Trank dafür opfern, Bob? Müssen wir geteiltes Leben tatsächlich machen? War nicht ganz schlau, aber es leben alle. Ziel ich. Ne, warte mal, erstmal machst du jetzt überall noch Regeneration drauf. Ich kann mir vorstellen, dass es danach schon besser aussieht, wenn wir das alles durchhaben. So, jetzt machst du noch mal ein davon. Boop, boop. Alles wieder top. Warum schießt ihr gerade nicht? Vielleicht weil die Waffen kaputt sind oder was? Das ist halt super nervig jetzt, ne? Kann dir das nicht mal schnell ins Inventar geben? Upp. Sein Bogen noch mal reparieren. Den noch mal. Das war deiner. So, wie sieht jetzt hier alles aus? Bop, 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 bop. Guck mal, zwei Leute noch ohne Amulett. Darf halt eigentlich auch nicht sein. Da ist noch einer. Du hast doch nicht mehr locker nicht mehr viel Leben. Kannst du mal umfallen jetzt? Alter, warum lebst du denn jetzt so lange? Geht doch. Ob. Jetzt gucken wir mal, dass wir die schön wegbekommen. Mit Feuerregen. Von da am besten. So stehen die, glaube ich, ganz gut. Treffen, glaube ich, nur den einen. Aber dafür fällt er damit auch echt schnell um, ne? Da trifft er zwei, das ist sehr geil. Hochheilen.
dass sie halt diesen Scheiß Zauber machen dürfen, ne? Auf jeden Fall, der Zauber ist gut gegen die. Damit sollten wir die auch recht fix wegbekommen. Jetzt müsste er alle drei treffen. In der nächsten Runde. Ja, er hat sogar den getroffen. Du hielt's auf jeden Fall hoch. Jo, da müsste er auch gleich weg sein. Können wir auch dich bearbeiten? Ich glaube, durch in der nächsten Runde fällt der doch locker mit Meteoritenregen, oder? Jetzt fällt er aber. Ja, nice, und der sogar mit. Jetzt wollte ich gerade die komplett hochheilen mit geteiltes Leben, aber kann halt auch einfach nicht alles haben, ne? Ah, ich weiß nicht, ob er die dahinter auch trifft. Sonst wäre das nämlich gar nicht mehr so ganz verkehrt. Jetzt nur noch den, da können wir mal so ein bisschen hier den runterlocken. Jetzt ist er nämlich da. Und da schaffen wir es ja locker. Den mal umhauen jetzt. Blut-Titan hat so viel Leben. Lebst du gleich wieder? Nö. Außerdem muss er locker mal wieder durchoperieren. Den Bogen, Farb. So ist gut, ja. Ich muss sie nochmal wiederbelebt werden und dann kann ich mich nämlich auch hochheilen. Ja, jetzt zum Beispiel. Das klappt. Wir müssen hier ein geteiltes Leben reinmachen, das nützt nichts. Das ist außerhalb des Kampfgebietes. Scheiße, ich muss uns wieder hochheilen. Gut. Er wäre halt fast weg, ne? Zwei Blut-Titanen sind schon ein bisschen heftiger. Ja, jetzt gehen wir auch weiter nach den. Das ist ja wieder in der Reichweite. Vielleicht müssen wir halt auch schon mal wieder Mana an sich nachbekommen. Kannst du jetzt mal umfallen, bitte? Dankeschön. Guck mal, gegen einen ist doch schon wieder easy. Ich will doch nur noch den jetzt umbauen, bitte. Komm, schnell. Ja, nice. So ist das doch gut. Jetzt könnten wir gerne den Loot eigentlich komplett mitnehmen. 4 Portionen Nahrung, alter Falter. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nicht mit mir. So hier drinnen locker weniger, oder? 2. Ja, das machen wir. Müssen wir uns zwar wieder komplett nachbuffen. Ich würde halt gerne wissen, wo hier dieser Teleporter ist, zum, dass ich mich nach Harmondale zurückporten lassen kann. Würde ich den einmal verkaufen, alles.
Feuerring auf jeden. Dann du jetzt noch mal Stunde der Macht, ne? Ja. So ist gut, so ist gut, so ist gut. Habt ihr noch? Ja, du hast schon wieder kaputte Rüstung, ey. Es ist so nervig. Oh, sie auch wieder. Irgendwann ist die Haltbarkeit auch von der Rüstung geringer, oder nicht? Oder täuscht das? Jetzt musst du noch Schutz gegen Magie machen. Und Bewahrung. So. Wollen wir uns denn kurz mal umschauen, dass wir gucken, wo das ist? Können wir das komplette Land jetzt hier mal nochmal erforschen? Diesmal vielleicht ein bisschen erfolgreicher als das letzte Mal. Hier ist nichts. Hier sind die Viecher. Da oben, das wird der Höhleneingang sein. Da könnte natürlich auch der Teleporter sein, ne? Das weiß ich jetzt so nicht. Hier ist überall nichts. Hier sind nur die und Drachen. Auch nichts, auch nichts, auch nichts. Hier ist halt nur das Gebäude hier, ne? Das nur der. Das ist so das Einzige, was hier ist. Könnte hier nochmal. Ich würde nochmal gucken, wenn ich jetzt hier. Habe ich 79 Fähigkeitspunkte, wenn ich da von Trink. Habe ich immer noch. Weiß nicht, was man hier macht. Weiß ich, keine Ahnung. Ich würde einen noch einen Großmeister, da ein. Und dann hier 15. Mana-technisch sind wir eigentlich gut aufgestellt. Kann aber auch noch mal eine rein. Du machst ein bisschen mehr in Feuer, damit dein Meteoritenhagel da besser wird. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Dann Kette Großmeister hat eigentlich ist das gut soweit. Ein bisschen in Speer gehen, so. So, geht das auch, so sieht das doch ganz gut aus. Könnte auch noch ein bisschen in Speer gehen. Axt auch höher. Pop, 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 so. Kann es doch eigentlich keiner mehr was jetzt. Ich glaube, wir machen mal vor der Höhle frei. Habe irgendwie das Gefühl, dass man dahin muss für den Teleporter. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Aber es ist jetzt so das Einzige, wo ich sage, ja, da ist auf jeden Fall irgendwie was. Wir müssen uns nochmal heimlich anschleichen von vielleicht hier so. Die können auf jeden Fall auch diesen Feuerring machen. Alter. Zauber von denen ist ein bisschen krass, oder? Ganz so nice ist hier die Gegend nicht. War hier nicht gerade noch ein gelber? Ist jetzt komplett in mir. So.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie viel Rot da noch ist, ne? Aber der ist jetzt hier hinter. Auch schnell weg. Ich glaube, das ist jetzt bis jetzt noch gar nicht so schlecht mit der Taktik hier einfach mal. Bisschen die hier hinterkommen zu lassen. Ist das hier sogar grün? Rein theoretisch rasten, aber das mache ich nicht.